Hallo, ich bin Manfred Nippe, bin 1941 in Berlin geboren, also Ur-Berliner, und stehe hier vor dem Reichstagsgebäude. Und das erinnert mich an eine der spannendsten Aufgaben, die ich während meiner über 50-jährigen beruflichen Tätigkeit im Sport, auch im Ehrenamt, erlebt habe, nämlich die Hissung der Bundesfahne durch die Sportjugend Berlin. Ich war damals Chef der Sportjugend und hatte diesen ehrenvollen Auftrag, diesen Staatsakt vorzubereiten und die Jugendlichen aus West- und Ost-Berlin, Jungen und Mädchen, hier zusammenzustellen und für diesen Festakt dann vorzubereiten. Ja, es ging ja los, dass man einen Tag nach der Maueröffnung saß bereits die Freundin meiner Tochter, die sie mal in Ungarn kennengelernt hatte und die in der DDR wohnte, bei uns am Küchentisch, und die hatte auch gleich ihren Freund noch aus Birkenwerder mitgebracht. Und so kamen wir dann alle wieder zusammen, auch die Familie aus Ost- und West-Berlin. Und das ging dann relativ schnell. Ich war dann aber nicht so oft zu Hause, weil ich sehr viel zu tun hatte mit der Vereinigung des Sports, der Gründung der Vereine, der Gründung der Sportjugend in der DDR, in den ehemaligen, in den neuen Bundesländern. Und das hat mich total ausgefüllt und war unerhört spannend. Naja, sicher. Dieser Staatsakt wurde ja dann in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober weltweit übertragen. Der Ton der Freiheitsglocke vom Schöneberger Rathaus wurde auf den Reichstag hier übertragen. Die sieben West- und Ost-Jugendlichen haben die Fahne aufgezogen. Die hatten wir vorher noch einheitlich eingekleidet. Das waren also echte Wessis und Ossis. Die mussten erst mal zusammenfinden. Die Ossis hatten auch den Text der Nationalhymne als Spickzettel bekommen, damit sie den richtigen Ton treffen. Und das war natürlich ein erhabener Moment. Und eigentlich war ja dann im Oktober auch schon das Beisammensein Ost und West beschlossen. Und Berlin hatte ja die Chance, nun zwei Stadthälften zu vereinigen, was in den anderen neuen Bundesländern nicht der Fall war. Und es war also, ich muss sagen, Tag und Nacht waren wir unterwegs, um mit Ostberliner und Westberliner Funktionären diese Sporteinheit in den Verbänden zu gestalten, dass man zusammenkam, dass man geholfen hat, dass wir Programme aufgelegt haben, uns zu unterstützen. Unsere Bildungsstätte hat bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Seminare gemacht, um den Ostdeutschen das Sportsystem der Bundesrepublik zu erklären und sie, ich möchte mal sagen, sie zaghaft darauf vorzubereiten, was sie alles an Neuem jetzt erwartet. Die Ostdeutschen sind ja dem Sport der Bundesrepublik beigetreten. Insofern war ihr System ja von heute auf morgen beendet. Und die waren ja eigentlich sehr stolz. Die kleine DDR war ja sportlich ganz aktiv. Also sie waren ja Weltspitze, nicht nur in der Stadtsicherheit, sondern auch im Sport. Und es gab sicher auch westdeutsche Funktionäre, die gedacht haben, naja, nun wenn wir hier die kleine DDR und die Bundesrepublik zusammenschmeißen, dann sind wir unschlagbar bei allen Olympischen Spielen, was natürlich nicht eintraf, weil beide Systeme eben grundverschieden waren. Nicht allein, wenn Sie den Sport in West-Berlin sehen. Wir waren ein paar hundert hauptamtliche Mitarbeiter, die in den Verbänden tätig waren. Und allein im DTSB der DDR in Ost-Berlin waren 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kamen dann noch Tausende von Sportleuten, die im FDGB, in der GST, in der FDJ, bei den jungen Pionieren für Sport zuständig waren, alle hauptberuflich. Und denen mussten wir nun erklären, wie der Sport in Zukunft abläuft. Das war nicht so einfach. Und ich muss aber sagen, viele, insbesondere die Jüngeren aus der ehemaligen DDR, waren dann hoch erfreut, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben auch viele bei uns in der Verwaltung angestellt. Und die junge Generation war da, ich möchte mal sagen, offen für alles Neue, während die Älteren mehr daran gedacht haben, wie sie möglichst schnell in den Vorruhestand oder Ruhestand treten können. Und da haben wir dann noch eine eigene Beschäftigungsgesellschaft gegründet, der Landessportbund, der ihnen diesen Vorruhestand dann noch erleichtert hat.
Ja, der 2. und 3. Oktober ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Und 2 Minuten vor Mitternacht wurde hier vor dem Reichstag die Fahne hochgezogen. Und wir hatten eben 14 Jugendliche aus West- und Ost-Berlin, die das machen durften in einheitlicher Kleidung. Wurden die vom Bundespräsidenten Herrn von Weizsäcker verabschiedet und sagten, nun macht es mal, passt auf, dass sich die Fahne nicht um den Mast hier wickelt. Das sind ja immerhin 60 Quadratmeter, das ist ja die Größe einer kleinen Einzimmerwohnung in Berlin. Und unter den Klängen eben der Freiheitsglocke, der Nationalhymne, wurde diese Fahne hier aufgezogen. Und das war natürlich für diese jungen Sportlerinnen und Sportler ein Ereignis, wo sie ihr ganzes Leben noch den Enkelkindern berichten können. Und ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass ich damals als Chef der Sportjugend dem Innenministerium sagen konnte, ja, das machen wir, wir übernehmen das, wir suchen die Jugendlichen aus und wir gestalten diesen Staatsakt. Und das ist natürlich auch ein erhebendes Gefühl, also nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler, für die Jugendlichen, sondern auch für diejenigen, die hauptamtlich damit zu tun hatten und es in die Wege geleitet und betreut haben. Okay? Sieht das auch als jüngstes Ereignis aus der Zeit der Wiedervereinigung bezeichnet? Die prägenden Ereignisse waren, für mich sind eigentlich die Gespräche mit den Ostdeutschen und Ostberliner Sportlerinnen und Sportlern, die im Sport dann Vereine gegründet haben, die mitgemacht haben. Das war das Wichtigste, dass man sich da persönlich und privat auch austauschen konnte und eine ganze Menge voneinander gelernt hatte. Wobei wir als Westberliner da ja noch eher Bescheid wussten als jemand aus Hamburg oder aus München. Wurde dann sicherlich auch von außerhalb von Berlin auch konsultiert, wenn es dann Fragen der Arbeit gibt. Naja, nur man muss daran erinnern, dass jedes Jahr 500.000 Schülerinnen und Schüler nach West-Berlin kamen, im Rahmen der sogenannten Berlin-Begegnungen, die von der Bundesregierung finanziert wurden. Und die waren dann eine Woche hier in der Stadt. Wir hatten jede Menge Gästehäuser, Jugendverbände, wo die Jugendlichen untergebracht wurden. Und die haben dann 7 Tage politisches Programm gehabt mit Vorträgen, Besichtigungen und Gesprächen und mitunter auch mit Sportveranstaltungen. Insofern waren wir da sehr nah dran.